Hallo und willkommen. Ich begrüße Sie zu einem kurzen Statement zur Situation der digitalen Hochschullehre im Herbst 2019. Nach dem Besuch von vielen Institutionen in den letzten beiden Jahren möchte ich zwei zentrale Erkenntnisse vorstellen, die aus meiner Sicht einer weitreichenden Digitalisierung der Hochschullehre im Wege stehen. Ich finde, dass die Digitalisierung der Lehre in Deutschland in die falsche Richtung läuft. Sowohl was die Top-Down-Ansätze anbelangt, als auch die gut gemeinten, aber leider wirkungslosen Bottom-Up-Bemühungen. Wir reden seit geraumer Zeit im Rahmen immer neuer Konferenzen und Workshops über Strategien der Digitalisierung, ohne wirklich von der Stelle zu kommen. Ich frage mich, muss es unbedingt eine komplette Hochschulstrategie sein oder sollten wir nicht eher in die Fächer und Fachgesellschaften hineingehen? Hochschulstrategien werden gerade bei Volluniversitäten immer schwammig bleiben, während die Fachgesellschaften ihre eigenen Curricula und damit die Digitalisierungsziele sehr genau kennen. Daher meine erste Erkenntnis: keine Hochschulstrategien mehr, sondern hinein in die Fachgesellschaften. Und wenn wir dann die klassische Lehre digitalisieren, versuchen wir zunächst, die hörsaalgebundene Inhaltsvermittlung durch Hörsaaltechnologien digital anzureichern und in der Phase der Inhaltsvertiefung den Studenten digitale Elemente an die Hand zu geben. Der Effekt dieser digitalen Anreicherung ist bekannt. Die Hörsäle leeren sich. Daher bleibt nur eine Wahl. Wir müssen die Lehre, wie meine Kollegin Welpe im Interview im Mai sagte, neu denken. Also los! Die klassische Lehre, zumindest die im Vorlesungsformat, basiert auf einer dozentengestützten Wissensvermittlung. In einer zweiten Phase wird dieses Wissen vertieft, im Selbststudium oder wenn möglich in zusätzlichen Tutorien. Die benötigten Wissensmengen sind aber heute zu einem großen Teil digital verfügbar. Und so muss man das klassische Konzept der Wissensvermittlung, wo ein Akademiker vor seinem Publikum steht und in Form einer Vorlesung die Inhalte vorträgt, in Frage stellen. Wäre es denn nicht sinnvoller, wenn sich die Studenten die Inhalte selbst aneignen und die Akademiker stattdessen die so wichtige Inhaltsvertiefungsphase betreuen? Zukünftige Konzepte wie zum Beispiel das der zukünftigen Universität Nürnberg sehen genau das vor. Um dahin zu gelangen, benötigen wir, und damit bin ich bei meiner zweiten These oder Erkenntnis, ein neues Mindset. Wie kaum eine andere Nation stehen wir Deutschen uns selbst im Weg. Wir haben weder eine Kultur des Scheiterns, noch wollen wir im Bereich Lehre kooperieren oder teilen. Wir haben große Probleme, den Erfolg anderer anzuerkennen und verstecken uns nur allzu gern hinter den immer zuerst genannten Risiken und Gefahren. Und den Datenschutz, den gibt's ja auch noch. Eine immer willkommene Ausrede. Dabei gibt es Möglichkeiten, mit einem neuen Mindset auch kleinschrittig anzufangen. Allerdings sollte man nicht darüber reden, sondern machen. In diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.